Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir ein Spiel und zwar ist ein neues Format namens Tester. In dem Format geht es darum, dass wir Spiele testen und dann am Ende sage ich dann, wie ich das Spiel denn so fand, ob ich es auch in Zukunft weiterspielen würde. Blablabla. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Heute, das Spiel heute ist World of Tanks. Ja, ich habe das schon so ein bisschen aufgespielt, sieht man daran, wie viele Panzer ich habe. Ja, mein Lieblingspanzer ist der, den habe ich mir vorhin gekauft für 46.000. Das ist schon ziemlich krass. Und ja, wir gehen einfach mal ins Standardgefecht rein, da muss man da ein bisschen warten. Aber es ist gerade egal. Ja. In dem Spiel geht es darum, das ist also auch so eine Art Kriegsspiel. Man ist halt in einem Panzer und ja, muss halt Krieg haben und man muss halt versuchen, die gegnerische Basis zu erreichen. Ja. Und dass das eigene Team bzw. du selbst nicht stirbt. Das ist so der Sinn des Spiels und so. Ihr seht schon, das ist mein Panzer. Normalerweise schießt mein Panzer ganz normal. Meiner schießt so. Das heißt, der schießt so ein bisschen raketenartig, was ich mega cool finde. Und ja, bis jetzt habe ich mit diesem Panzer noch keine noch kein Standardgefecht gewonnen. Ist schon schlecht, wenn man dann kein einziges gewinnt. Ja, und da kommt gerade jemand. Und er sieht nicht auf, und ich sehe ihn nicht auf der Karte. Und auch nicht. Und er ist tot. Ja, das Spiel macht riesigen Spaß, wenn man dann mal so, wenn einem langweilig ist und dann denkt man sich so, ja, was kann ich jetzt machen? Das ist voll der coole Zeitvertreib. Kann man super cool alleine spielen. Es gibt auch mehr Spielermodus, die ich gar nicht spielen kann, weil ich zu faul bin, mir wieder PlayStation Plus zu holen. Und weil wieder ist einer gefunden worden. Fuck. Okay, erst. Und der braucht auch irgendwie 11 Sekunden, um nachzuladen. Das ist mega krass, aber der schießt halt. Overpowered. 13 Sekunden, Alter. Nein. Natürlich kann ich hier meine Fast Skills beweisen. Ist ja natürlich klar. Hierhin. Okay. Bam. Lol. Der stand ja genau vor mir und hat mich nicht angeschossen. Alles klar. Lol, der ist ja mega weit weg. Hä? Manchmal ist hier irgendwie so ein komischer Bug, dann gehen wir hier einfach weg. Suchen und zerstören die gegnerische Verbände. Okay. Okay. Fuck. Und da habe ich genau drauf ziehen. Zielen. Okay, er ist tot. Fuck. Dün, dün. Bam. Was? Okay, hast du. So, dann fahre ich einfach mal in die gegnerische Basis rein. Ah, ist klar. Weil das Ziel ist ja, die gegnerische Basis einzunehmen. Okay.
die gegnerische Basis. Da, wir erobern die gegnerische Basis. Oh, wie niedlich. What the fuck, wo ist der denn gelandet? Okay, hier müsste ich den müsste ich doch anlegen. Fuck! Fahr runter, fahr runter. Oh oh. Wir verlieren Eroberungspunkte. Oh mein Gott, oh ja. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe mit dem noch kein Standardgefecht gewonnen. Ist doch, oh Gott, ich verliere. Ja, okay, das ist jetzt nicht so viel. Aber egal. Mal sagen, wir gehen zurück in die Garage und nehmen einen anderen. Es ist gerade Sonntag und ich möchte das jetzt auch mittlerweile so machen, dass ich jede Woche Sonntag ein Video hochlade. Sonst habe ich immer gesagt, ja, bla, jede Woche zwei Videos. Ist jetzt nicht so draus geworden, hä? Okay. Ja. Ich lade jede Woche auf jeden Fall jetzt, also das muss ich mir wirklich vornehmen, Sonntag ein Video hoch und wenn nicht einfach so zwischendurch und ja, auf jeden Fall Sonntag und zwischendurch vielleicht mal ein Video. Mal gucken. Jetzt nehme ich mal den Panzer, mit dem ich immer am besten abgeschnitten habe. Wir gehen aber in Minenscham mit irgendwas. Ja. Sollten wir in 6 Minuten hinkriegen oder 6,5. Genau. Ja, ich hole mir auch irgendwann mal einen neuen PC. Dann kann ich da auch Sachen auf dem PC hochladen, weil ich habe mir letztens Steam geholt, nur mein PC, den ich gerade habe, der schafft das noch nicht wirklich. Ja. Yeah. Was sehr doof ist, weil der ist halt noch von 2004, da schaffe ich es höchstens Minecraft mit 120 FPS zu spielen. Ja. Ich hole mir halt bald einen neuen und dann hole ich mir auch ein Standmikro für den PC, wo ich dann wirklich mit einem Standmikro aufnehmen kann. Was ich ziemlich gut finde. Diese Audioqualität, die ich gerade habe, ist eigentlich ziemlich scheiße. Muss man sagen. Okay, ich fahre 30 km/h. 30 km/h, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 35. Und schaffe ich es da hoch? Okay, schon. Ja, irgendwann werden wir auch den Mehrspielermodus testen, kann ich gerade nicht, zu faul war. Ja, ich habe das im Mehrspielermodus ja schon ganz oft gespielt. Das ist ein ziemlich cooles Spiel, also es ist auch beides empfehlen. Ich finde dieses Spiel einfach cool, die Grafik ist cool, also die Grafik ist cool, gut. Es macht einfach Spaß zu spielen. Der Mehrspielermodus, da kann man sich mit anderen Leuten noch austauschen und so, man kann Strategien machen und sowas alles. Das ist einfach ziemlich cool. Cool, cool, cool. Alter, warum sag ich das die ganze Zeit? Ja. Ich habe letztens ein Spiel gesehen, das hieß Klaus. Mal gucken, ob ich das gleich auch noch aufnehme. Oh, da kommt ein Auto, kein Auto. Wow. Wir nehmen die gegnerische Basis ein. Komm! Bam! Irgendwie war das easy.
Okay, easy. Oh. Ey. Du kleine Schlawine. Ja, wo ist denn der? Bam. Oh. Okay, in ein paar Sekunden haben wir es gewonnen. Mit wem denn? Lawrence Woning, Harold Catley, Yoshi Tomoki, alles klar. Fergus Lincoln, Conway Flemingham. AOC, ach Sieg. Easy. Ja, im Großen und Ganzen zu dem Spiel, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Also es ist weiter zu empfehlen. Ich glaube, ich nehme gleich mal ein schlechtes Spiel oder so, das als nächstes weiß ich noch nicht. Und ja, ich finde auch die Dings jetzt gerade richtig cool mit so Weihnachtsdeko und so. Voll geil. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Freut euch auf weitere Videos. Jeden Sonntag ein neues Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen.